Dach. Da gibt es keinen Platz. Hallo, ich habe etwas geschenkt.
Sonntag kurz, ihr seid großartig. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Und wir möchten den Damen, der Elfi, der Maria, wie heißt du bitte? Timna. Lisa. Wir möchten mit dieser kleinen Performance dem Café. Lisa! Ja! Wir möchten euch, eurem super Projekt, eurem riesig tollen Café, das was sich ganz, ganz wunderbar entwickeln wird, davon gehe ich aus, alles Gute wünschen und sagen einfach einmal, was sagen wir denn? Alles Gute, herzlich willkommen und danke! Kunstkollektiv, weil wir wollten noch Danke sagen für den Raum, was wir hier im Z6 zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass wir da am Sonntag proben dürfen und Spaß haben mit den Kindern und so weiter. Danke. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr alle gekommen seid und mit uns die Eröffnung von Maharat feiert. Die Timna und die Lisa sind zwei der Jugendlichen oder jungen Frauen, die ganz fest dazu beigetragen haben, dass das Projekt überhaupt zum Laufen kommt. Und darum möchte ich Ihnen nochmal einen herzlichen Applaus geben. Ja. Wir sind jeden Mittwoch dann hier von 3 bis 6. Das Jugendzentrum hat jeden Dienstag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr offen. Und vielen Dank nochmal ans Kunstkollektiv, dass Sie uns so herzlich unterstützt haben. Danke. Okay, dann feiern wir.
Vielleicht stellen wir noch vor, vielleicht, vielleicht stellen wir euch noch vor, genau. Wenn, genau, damit ihr euch vorstellt. Stell dir mal vor, bitte. Genau. Du bist? Sophie, Maria, Selima, Gönndi, Liana, Malik, Hasmatullah. Super. Und den Roman und den Schabanali natürlich, um Gottes Willen. Seid. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und das finde ich das Tollste, dass überhaupt so viele Menschen ins Z6 kommen und das Z6 einfach offene Türen hat und offene Herzen. Applaus.